Und damit herzlich willkommen bei das Nebel des Grauens und die Grammatik des Grauens. Nee. Ja, gut. Ach, also wir sind hier auf der auf der Überlandkarte, auf der neu designten. Das war ja, glaube ich, beim Grundspiel überhaupt nicht so. Wir gehen jetzt mal zum Strand und sehen, was da auf uns zukommt. Kommt vielleicht womöglich und erkunden jetzt einmal ein bisschen, um Erfahrungspunkte zu generieren. Weil bei einer der verkorksten Aufnahmen, die ich euch nicht gezeigt habe, bin ich nachts herumgelaufen. Jetzt haben wir Stunde 8. Alturiak 71374, das Jahr der Blitzstürme, klingt episch, aber wir haben keine Ahnung, was uns das sagt. Leute, die im Lore ein bisschen besser bewandert sind als ich, werden da wahrscheinlich Dinge machen. So, das Schiffswrack war blau. Die Bucht betreten. In dieser Bucht liegt das Wrack der Wacht, das Schiff, das euch nach Samarak brachte. Ach, nee. Bucht betreten. Keiner von denen kann etwas Besonderes machen. Deswegen werden wir die Bucht betreten. Vielleicht sollten wir für die Überlandkarte auch die neue, die wir angeheuert haben, als Spielführerin nehmen. Die kennt sich ja so aus. Das sieht aber noch ein bisschen anders aus, als ich es gewohnt, als wir es gewohnt waren. Was ist eigentlich hier mit dem Dings los? Bei? Wo war denn hier hinten? Ach ja, da hinten war das Lager, aber so ein bisschen sieht's anders aus. Es ist ja auch Tag, ne? Da unterscheidet sich das ein bisschen. Wir gucken uns jetzt nochmal sie hier an. Wir haben Angst für Yuan-Ti-Spionen. Ja, komisch. Intelligenz, Konstitution, Geschicklichkeit, Fertigkeiten interessieren mich. Entdecken 2 ist jetzt auch nicht so pralle. Konzentration 8, Lauschen 2, nee, leise bewegen, die könnte vielleicht gut abhauen. Aber sonst, Suchen hat sie aber 7 und Verstecken 10 und Überleben 12. Gut, also auf der nächsten Ja. Überlandkarte wird trotzdem sie die Spielführerin, Anführerin, falls man das machen kann. Ich glaube, sie ist da aber verschwunden gewesen, ne? Ja, Seegras und Fäulnis. Hier ist ein Stück Fracht mit einem sonderbaren Zeichen. Zwei Berge, die durchgestrichen sind und ein bisschen erinnert mich das an die Sache mit der Untergrundstadt. Mit Träumen, 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 was einen so wahnsinnig gemacht hat. Bewerbungsgespräch. Okay, unser Tagebuch wurde aktualisiert. Ich bin mir aber sicher, dass wir hier noch jede Menge mehr finden werden. Ruckel, ruckel. Ja, genau. Schickt die mit der wenigsten Rüstungsklasse nach vorne. Lauf! Ja. Wieso läufst du hinterher? Du Folgt sollst mir! angreifen. Jetzt! Ach, er ist tot. Oh ja. Oh ja, das war jetzt eine sehr geschickte Aussage. Dinosaurierklaue. Ja, wir können ja mit Dingen handeln und Geld generieren, so. Hier ist noch ein Stück Fracht. Die Fracht am Wrack. Ich frage mich, was aus dem Kapitän geworden ist, der Kapitäninnen. Und hier haben wir eine Leiche. Das wird doch hoffentlich nicht der Kapitän sein. Nein, es ist ein Seemann. Mit Stock anstupsen? Ja, das macht man mit Leichen. Ich untersuche professionell mit einem Stock. Ah ja, er ist an einer Zyankali-Vergiftung gestorben. Weil am Stock hat sich nichts verändert. Dann ist das immer so. Der Körper des Seemanns liegt merkwürdig auffällig am Strand, halb von Sand bedeckt. Wollt ihr ihn näher untersuchen? Was kann sie denn noch? Heilen, den Körper untersuchen. Der kann auch nur mit dem Stock anstupsen. Hände auflegen. Ja, lass mal die Kleriker ran. Ihr spürt eine die Leiche umgebende Aura des Verfalls, die nicht mit Verwesung zu tun hat. Ihr wisst, das Meer hat diesen Seemann nicht umgebracht. Jemand hat ihn vergiftet.
Das notieren wir doch mal. Wozu haben wir denn Martha Matrona mit an Bord? Das ist ja sehr gut. Noch ein Dino. Ja, was ist? Ja. Zeit zu sterben! Ja. Lauf doch nicht weg, Mensch. Du sollst weglaufen. Oh, und da haben wir ein paar Plünderer. Und da hinten ist noch mehr Fracht. Ah ja, sehr schön. Okay, sehr, sehr gut. Wir heilen uns mal selbst. Geht das? Nee. Doch. Wir hatten anscheinend noch ein Heilpack. Bei allem, was recht ist. Ja, bei allem, was recht ist. Da kommt schon der Nächste. Singen wir das Bannlied? Oder lösen wir mal ein bisschen Furcht aus? Jetzt rennt er weg. Und wieso rennst du weg? Ja gut, von hinten. Da wird der... Was ist denn da? Steckt da noch jemand? Ja, wir kümmern uns erstmal um die... Oh ja, er hat Heilung nötig. Martha. Ich sehe sie. Könntest du mal... Ach, da ist von hinten noch einer gekommen. Was stehst du hier eigentlich im Gebüsch rum? So, du. Kannst du noch irgendwas zaubern? Ja, hier. Du kümmerst dich mal um diesen Typen hier. Und Martha, du solltest deines Amtes einmal würdig werden und ihn heilen. Wozu haben wir dich denn da? Als zum Heilen. Stattdessen prügelst du dich lieber mit den Einheimischen hier. Das geht ja nicht. So, das machen wir mal raus. Du heilst und zwar sofort. Solange er noch lebt. Wir sehen hier ja richtig viel. Was ist mit diesem... Irgendwie habe ich das nicht richtig eingestellt hier. Das ist nicht so, wie ich es gewohnt bin. Wahrscheinlich haben wir hier den... Ah, ich hätte gerne den Erforschungsmodus auch im Kampf. Sonst irritiert mich das. Der lebt immer noch. Ja. So ist er das gewohnt, der Mathematik. Ja, zwei Frauen stehen hinter mir und heilen ihn. Kommen noch mehr. Wieso haust du ab? Ja, du fängst die schon mal ab. Ja, das ist gut, aber du wirst ordentlich auf die Rübe kriegen. Deswegen Rückzug. Ja, kämpft. Der lebt ja noch. Wieso wendest du dich um? Lässt dich in die Zange nehmen. Ja, Mathematik ist wirklich nicht so intelligent. Der kriegt wirklich immer hier auf... aufs Fressbrett. Er steht jetzt auch dazwischen. Könntest du ein bisschen Abstand halten? Ach, da ist gerade nicht so viel mit Abstand halten. Unverletzt? Der ist schon mal verletzt. Jetzt ist er schwer verwundet. Ja, also wir müssen hier ein bisschen organisieren, aber ich denke, wir kriegen das hin. Das ist jetzt so. Ja, genau. Sie zaubert, während sie in der Zange genommen ist. Aber irgendwie steckt sie das alles sehr gut weg. Mein eleganter Zauber fort! Ich finde sie genial, ja, wie sie immer rummeckert. Oh. So mutig, so tot. Martha, wieso? Lenkt sie mal ein bisschen ab. Wo ist denn hier jetzt unser Kleriker? Wie sie umringt ist von denen auch. Das ist echt ein bisschen ätzend. Ja, lock sie mal ein bisschen im Kreis rum. Ich glaube, das hat jetzt noch keinen Sinn, den anderen da... warte mal, wir machen ein Heiligtum auf ihn. So, jetzt ist bei ihm Heiligtum, oder? Man müsste uns eigentlich nicht angreifen können. Und auch bei mir... So, man kann mich jetzt nicht mehr angreifen. Dann werden wir einmal... Ach, das Schild des Glaubens. Ich bin ja auch doof. Oh, zwei Leute tot. Moment. Bonapartum. So.
Bonapartum. Sehr schön. Oder auch nicht. Wir haben jetzt jede Menge Beute gemacht. Und jede Menge Leben verloren, aber hey. Haben wir jetzt nicht irgendwelche Mali? War da nicht irgendwas? Oder war das bei Darkest Dungeon? Ne, die Weisheit und Geschicklichkeit war, glaube ich, sowieso schon. Können wir rasten? In diesem Gebiet können wir nicht rasten. Wie schade. Ui, das gibt aber jede Menge Asche hier. Erst noch ein bisschen sehr angegriffen. Sanctus. Die Stimme Sanctus passt gar nicht zu. Was wollt ihr Sanctus. Nur? Jetzt wird's auch noch Nacht. Sanctus. Was? Man kann Überreste heilen? Interessant. Was für ein Fail. Was für ein Fail. Sanctus. Ich wollte sie heilen. Gut, wir können Beutel heilen. Dann haben die keine Schleimbeutelentzündung mehr. Ich heile diesen Saurierzahn. Für mehr Liebe auf der Welt. Ja. Nachdem wir sie abgeschlachtet haben. Aber wir haben ihn geheilt. Sehr gut. Obsidian, damit kann man irgendwelche Dinge machen. Kann man jetzt rasten? Nein. Schade. Naja, dann hoffen wir einfach, dass wir überleben. Hier ist noch mehr Fracht. Da hinten ist die Überlandkarte. Bald werden wir nichts mehr sehen. Aber wir haben ja Licht. Gut. Jetzt ist alles ein bisschen rosa, aber... Ja. Das ist seltsam. Gut. Wir haben gerade einen Zeitsprung hier gehabt. Als wir hier gewechselt haben. Sicherlich. Ist das wieder so? Ich würde... Ja. Ich bin bereit. Oh ja. Okay, jetzt doch nicht mehr. Bei ihr war gerade kurz nochmal Mittag. Sie ist halt so ein bisschen, ne? Also müsst ihr verzeihen, sie ist ein bisschen... ihrer Kindheit hat man ihr zu viel Schlanggift eingeflößt. Kann ich eigentlich, Charakter? Kann ich Stufenaufstieg machen in der Pause? Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Gut. So, wir sind weiter in Barde. Ich hatte mal aufgeschrieben. Nein, ja. Okay, wir können doch beim Pausieren des Spieles. Selbe Rassler wollen wir nicht. Wir wollen Hafenagent. Was brauchen wir nochmal? 8 Fertigkeiten, Diplomatie. Genau, ich glaube, den Rest haben wir alles schon. 4 in Sagenkunde, 2 in Überlebenskunst und so weiter. Und wir brauchen Wachsamkeit und eisamer Wille. Okay. Ja, okay. Mit Wachsamkeit und eiserner Wille. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal überlesen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Irgendwie. Wir sind Barde, Barde, Barde. Gut. So, Diplomatie geht eins rauf. Auftreten, bluffen, die Social Skills halt mal wieder. Alles, was hier 5 hat. Legendenkunde, provozieren, schätzen. Überleben haben wir sogar. Okay, sehr gut. So, Wachsamkeit und einsamer Wille, ja. Nachhaltige Badenmusik natürlich, aber wir gucken jetzt erst nochmal. Zusätzlich Badenmusik. Wachsamkeit. Haben wir das vielleicht schon? Gucken wir gleich mal. Blitzschnelle Reflexe. Das ist jetzt alles so neu sortiert. Muss ich erstmal. Große Zähigkeit. Unterhändler, Verstohlenheit, Krankheit widerstehen. Guter Schüler. Ah, das wäre natürlich auch gut. Große Zähigkeit. Ist es für... vielleicht für eiserner Wille? Ich glaube aber, eiserner Wille war so ein Grundtalent. Da ist eiserner Wille. Gut. Mehr können wir gerade eh nicht.
Erfreuliche Geräusche? Bändet den Effekt eines Stille-Zaubers. Ach so, ja. Vielleicht. Mal gucken. Erzeugt antiken vibrierenden Ton. Alle Kreaturen werden niedergeworfen. Es geht auf alle. Furcht bannen. Vielleicht. Fürchterlicher Lachanfall. Ja, das die gleiche Volksgruppe bräuchten wir da, weil Humor unterscheidet sich, ja. Wir machen Kreatur herbeizaubern. Ja. Gut, dann mal auf zum nächsten. Wir steigen jetzt hier noch eine Runde auf und alles andere machen wir dann nächstes Mal. Hier mache ich ja ganz viel auf empfohlen. Er hat keine Talente, nix. Er hat einfach noch mehr Trefferpunkte. Ja, Tritt und Schritt. Tritt ihn. Wow, einen Fertigkeitspunkt können wir verteilen. Den kloppen wir mal auf Konzentration, ja. Das ist ein bisschen mager, aber hey. Klassenfertigkeiten. Wir widerstehen. Am meisten wird ja mit Feuer herumgespielt. Mal Feuer. Hier können wir nichts dazu. Hier können wir noch was dazu. Wie wär's mit, was ist denn Hingabe? Teile körperlich Geister der berührten Kreatur. Ja. Das machen wir doch mal. Hingabe sieht gut aus. Ist auch ein neuer Zauber. Ist interessant deswegen. Magier. Was? Ich kann da was steigern? Ist der schon Stufe 4? Alle anderen sind wahrscheinlich drüber und er gerade. Okay. Intelligenz. Geschicklichkeit steigern wir mal. Dann kriegen wir nämlich einen Bonus rum raus. Ja, bei ihm haben wir ja auch empfohlen gemacht. Wow. Animalische Kraft. Ausdauer des Ochsen. Energien widerstehen. Ist, glaube ich, sinnvoll. Gulhand. Melfs Säurepfeil. Wolke der Fassungslosigkeit ist ein Flächenzauber. Flächenzauber in sehr, sehr schwierig oder Albtraum oder was das auch ist. Ist immer so. Erhalten eure Waffen die Fähigkeiten, Gegner deren Rettungsmittel benommen zu machen. Nein. Gulhand lähmt, ne? Das war. Falsches Lieben. Ach, wir können zwei Sachen machen. Das ist ja schön. Feuerexplosion waren Flächenzauber, ne? Alle Kreaturen. Nee, das machen wir nicht. Klopfen, falls wir was öffnen möchten. Gut. Sehr schön, damit hätten wir es ja schon. Und ich würde sagen, wir werfen lange Schatten und die Ereignisse werfen Schatten voraus. Und was wir hier noch alles so finden werden, das erfahren... Oh, das ist ein geiles Bild. Ohne pausieren, bitte. So. Der stumme Zeuge sagt auf Wiedersehen. Dieses Bild stört halt, der Hop stört. Blink, blink, blink. Ja, auf Wiedersehen und bis bald. Und gehabt euch wohl vor allem. Wir haben unseren Dings vergessen, während es langsam dunkel wird. Und die Feinde wahrscheinlich zahlreicher werden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.